Kenner Herbstspielneuheiten. Das, was uns interessiert, Teil 1 von 2. Jetzt geht's los. Ja, willkommen zurück bei uns auf dem Kanal zu einer weiteren Ausgabe von Lucky 7. Heute mit unseren Herbstneuheiten, die man sich unbedingt mal anschauen sollte. Teil 1 von 2, da es so viele Spiele sind und alles im Bereich Kenner oder Kenner Plus anzusiedeln. Ne? Da haben wir ja ein paar schöne Sachen zusammengesucht. Der Benny noch hier und der Sascha da. Ja, ich glaube, das passt so. Oder nicht? Ja, je nachdem, wo eure Kamerabilder halt sitzen. Und ja, es sind spannende Titel drauf. Viele Sachen, die auch auf der Einkaufsliste sind bei mir. Wer möchte denn anfangen? Ah, mein Name steht ganz oben auf der Liste, also werde ich wohl anfangen. Ja, mein Titel, mit dem ich anfangen möchte, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, ist Adele oder Adele. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt aussprechen soll für das Spiel. War ursprünglich ein Kickstarter oder ist es eigentlich immer noch? Befindet sich hoffentlich bald in Auslieferung und sollte in der Messe oder auf der Messe in Essen auch schon laut BGG und Tabletop Together Tool verfügbar sein. Ja, wir haben hier ein Science-Fiction-Spiel, in dem, ich weiß, 1 bis 5 Spieler sich auf eine Raumschiffreise begeben. Ich weiß gar nicht, zu irgendeinem Planeten. Und es ist ein Spiel One versus Many. Das heißt, einer übernimmt den sogenannten Bordcomputer von dem Raumschiff und die restlichen Spieler sind einzelne Crewmitglieder. Ziel ist es für die Crewmitglieder halt zu überleben und am Ziel anzukommen. Und der Bordcomputer hat natürlich das Ziel, dass das nicht eintrifft. Könnte so ganz grob vielleicht sagen, ist so eine Mischung zwischen Nemesis und Space Station, weil wir auch wieder so verschiedene Räume haben. Da können Feuer ausbrechen, man muss die beseitigen und andere Aufgaben. Und der Computer macht einem das Leben halt schwer. Es gab auch, glaube ich, noch eine kleine Mini-Erweiterung, die irgendwas mit Aliens zu tun hatte. Hat auf jeden Fall ein super Artwork. Science-Fiction-Thema ist bei mir eh oben, weit, weit oben. Und ich bin mal gespannt. Kommt auf Englisch und ist, glaube ich, auch bei Nice Game auf Deutsch lokalisiert worden. Auch während dem Kickstarter schon. Und es sieht einfach, ich meine, vom Artwork her super aus. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Messina 1347, neues Spiel von unserem Vladimir Suchy. Kommt bei Delicious Games raus. Wie es jetzt, wo es im Deutschen rauskommt, dass Pegasus wieder ist, weiß ich jetzt noch nicht. Oder ob es Delicious Games dann selber auf Deutsch bringt. Jedenfalls sind wir in Messina, einer italienischen Hafenstadt, im Jahre 1347, wo die Pest dann ausgebrochen ist. Und zwar geht es hier thematisch auch darum, dass Schiffe an den Hafen anlegen, wo Ratten an Bord sind, die dann die Pest verbreiten. Und was wir hier an sich machen, ist, wir ziehen raus aus der Stadt und haben dann irgendwelche Gutshöfe irgendwo auf dem Land. Und wir versuchen, so viele Menschen, wie es geht, zu retten aus der Stadt, damit die für uns arbeiten. Passend. Aber also sie müssen in Quarantäne erst, nicht zu vergessen. Wir haben Pandemie. Ja. Es gibt zweierlei. Und zwar die wir aus Gebieten retten, wo Ratten vorgekommen sind, die müssen in Quarantäne und die in Gebieten sind, wo eben das nicht ist, die können direkt arbeiten kommen. Sogar. Die müssen nicht erst noch warten, ja. Das sieht auf den wenigen Bildern, die es bis jetzt gibt, eigentlich schon ganz cool aus. Ich habe zum Glück auch ein Gameplay-Video gefunden, wo man das ganze Spiel schon durchgespielt hat. Und zwar hat man da Messina mit so Hexagonen in der Mitte ausliegen. Da sind auch ein paar Ratten abgebildet. Die geben an sich vor, wo die Pest auftaucht. Also am Anfang der Runde legt immer ein Schiff an und dann dreht man so eine kleine Scheibe und die gibt dann an, wo Pestmarker auftauchen. Und zwar, ob eine Ratte nach rechts guckt, nach links guckt oder ob es eine stehende Ratte ist. Und dann tauchen auch Menschen auf, entsprechend der farblichen Kennung auf dem Rad. Ob sie im Roten, im Weißen oder was war das letzte, Gelbe gegen auftauchen. Und wir haben einen Worker-Placement-Mechanismus. Wir haben also Arbeiter, die wir einsetzen. Die heißen Lieutenants im Englischen. Die deutsche Übersetzung dann sein wird, weiß ich noch nicht. Die platzieren wir, um dann die Aktionen auszuführen, die auf den einzelnen Ortsteilen sind. Also recht simpel im Grunde.
Das Lustige dabei ist aber, wenn wir fertig sind, werden die einfach hingelegt. Das heißt, die werden nicht wieder abgeräumt am Ende der Runde, die werden hingelegt und starten auch in der nächsten Runde wieder dort. Und dann bewegt man sie ein Feld, ein Ortsteil weiter, woanders hin. Oder wenn man ein Feld überspringen will, muss man eine Münze zahlen, damit man noch ein Feld weiter kann. Das ist ein bisschen neu. Also ich habe es im Worker Placement-Bereich jetzt so noch nicht gehabt. Fand ich interessant, kleine Wendung. Und dann der andere Part, eben unseren Gutshof, den wir ausbauen. Da haben wir dann, können wir dann die Menschen, die wir retten, einsetzen, die dort dann für uns Aktionen ausführen. Wir können die in Quarantäne müssen, die kommen in spezielle Gebäude, die dann 2 Runden dort verbleiben müssen, bis sie dann auch normal arbeiten gehen können. Und wir können die Gebäude ausbauen. Zum Beispiel die Quarantänehäuser können ausgebaut werden. Die normalen Häuser können ausgebaut werden, die Arbeiter oder die Dorfbewohner können upgegradet werden, sodass sie auch Siegpunkte jede Runde bringen. Und die Häuser besser genutzt werden können. Also es kommen einfach mehr Ressourcen zustande. Und das Ganze geht über 6 Runden. Hat mich schon richtig warm gestimmt, das in Händen zu halten und zu spielen. Ja gut, Messina 1347. Sascha, was hast du denn Schönes? Ja, ich habe mir die Rote Kathedrale ausgesucht, die ich mir auf der Messe angucken werde, wenn es sie denn da zu sehen gibt. Also die Würfel, die hier stehen, die sorgen dann dafür, welchen Ressource du kriegst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du nimmst den roten Fünferwürfel, dann gehst du hier die erste Spalte weiter, die zweite Spalte, die dritte Spalte, die vierte und die fünfte. Du würdest die fünf dann hier unten, wo der lilane Rubin oder Edelstein oder was auch immer ist, hinlegen und darfst dir dann da einen Edelstein nehmen. So, hättest du jetzt mit der fünf hier dieses Kreuz erreicht, wäre das schon ein zweiter Würfel gewesen und du dürftest dir zweimal diese Ressource nehmen. Sobald da aber, ich glaube, drei geht noch und aber drüber dann wird nicht mehr multipliziert. Also du kriegst nicht dreimal Baum dann oder so, wenn da drei Würfel stehen. Die erste Aktion ist dann Waren in deiner Kirche zu beanspruchen. Dann hast du ausliegende Karten, wo du sagst, den Abschnitt willst du jetzt bauen. Kannst du aber im Moment noch nicht, weil du halt noch keine Ressourcen dafür hast. Kannst aber sagen, ich möchte den Abschnitt nachher bauen, den anderen quasi wegnehmen, damit die das nicht bauen können. Und kannst den dann später bauen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Aktion B, sich Waren anliefern zu lassen, also Ressourcen anliefern zu den Bauabschnitten. Und bei der dritten Aktion ist es halt auf der Ressourcenleiste vorrücken. Das war das mit den Würfeln, was ich eben gezeigt habe. Und grundsätzlich geht es darum, wir wollen halt versuchen, die Abschnitte dieser Kathedrale so schnellstmöglich zu bauen. So ein kleiner Race-Effekt dann bei, weil sobald der erste alle Abschnitte gebaut hat, wird das Ende eingeläutet, dann kommt die Endwertung. Dann hat man halt einen Vorteil, wenn man Sachen schon gebaut hat. Ich fand einfach dieses Rondell, ist ja schon was Einzigartiges, was es so nicht gibt. Und so teuer ist das Ding jetzt auch nicht. Meines Erachtens kostet es 30 Euro. Jetzt habe ich natürlich ganz vergessen, am Anfang zu sagen, dass das Ding 30 bis 120 Minuten ungefähr dauert. Und dass es eine Wertung von, eine Schwierigkeitswertung von 2,7 hat. Ein weiterer Titel, der jetzt auch frisch in der Auslieferung sein sollte, nein, ist, weil das Spiel steht schon hinter mir. Das kam schon hier an, aber gibt es natürlich auch auf der Messe zu kaufen, wahrscheinlich auch sonst überall bald. Die Rede ist von Glory, A Game of Knights. Im Prinzip kann man es hier ganz kurz pitchen, ist das Spiel von dem Film Der Ritter aus Leidenschaft. Kennt ihr sicher, schon mal gesehen, schon mal gehört davon. Mit Heath Ledger, der, oder? Ja, genau. Wir spielen den Ritter. Wir haben dann dort in Phase 1 haben wir einen Worker Placement Bereich, wo wir unseren Ritter im Prinzip ausrüsten also für das nächste Turnier. Können uns halt einen neuen Knappen holen, besseres Pferd, Rüstung, Schnickschnack, Würfel verbessern und so weiter. Und in Phase 2 treten wir an einem Turnier an. Das machen dann auch alle Spieler. Da gibt es verschiedene Turnierarten. Das kann man vorher eben selbst bestimmen, was man spielen möchte. Und zum Beispiel wäre es jetzt hier der typische K.O.-Turnierbaum, wo dann die einzelnen Spieler dann antreten, auch gegen Computer, also gegen Computer, gegen die Spielgegner selbst auch.
Und irgendwann kann es aber auch noch sein, dass man halt gegen menschliche Spieler antritt. Und das passiert dann mit den Würfelwürfen. Aber du kannst da gerne mal in die Bilder reinschalten. Ja, da sieht man hier auf dem Bild eben in dem Hauptfeld diese Stadt, diesen Worker Placement Bereich. Ich glaube, das ist aber noch ein relativ früher Prototyp, wo man hier sieht. Und unten die Spielertableaus. Eben, hier sieht man dann auch das Playerboard mit den verschiedenen Würfeln, wo man sich dann eben aneignen kann, um dann besser zu Pferd zu sein oder sich besser im Verteidigen ist mit dem Schild oder besser im Schwertkampf. Und auf jeden Fall ist es jetzt die Woche bei uns angekommen. Und bin jetzt immer gespannt. Es wird sicher demnächst mal auf den Tisch kommen. Aber eben schaut euch das mal näher an, wenn euch so ein Thema anspricht, ist das sicher eine tolle Sache. Ja, der nächste Titel in unserer schönen Auswahl ist Schichtwechsel. Und zwar ist das beim Spielefable Verlag rausgekommen oder kommt raus, nee, ist rausgekommen, Entschuldigung, von Thomas Spitzer. Ich habe selber noch nichts gespielt, was er gemacht hat, aber er ist bekannt für Spiele aus dem Themenbereich Ruhrgebiet, Kohle, Förderung etc. pp. Da gibt es Spiele Haspelknecht, Ruhrschifffahrt, Kohle und Kolonie. Sind da schon ein paar, die ich leider alle noch nicht gespielt habe. Mal gucken, ob ich noch dazu komme, aber Schichtwechsel sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. 2 bis 4 Spieler, 60 bis 120 Minuten, ab 12 Jahre. Wir sind Betreiber einer Kohlemine in den 50er Jahren im Ruhrgebiet. Und das Spiel geht also mal gucken, wie schnell es sich dann tatsächlich spielt, aber 5 Runden. Er hat immer 3 Phasen jeder Runde: Vorbereitungsphase, Aktionsphase und Wertungsphase. Und in der Vorbereitungsphase, da wird ein bisschen bestimmt, wie viele Klötze, wie viele Einheiten, Arbeiter wir haben sozusagen zum Einsetzen in der Aktionsphase. Wir kriegen noch ein Plättchen, was wir uns aussuchen können, wo wir so einen Sofortbonus bekommen. Der wird Können wir dann halt auch uns immer dann auswählen, wie wir es gerade brauchen für die kommende Runde. In der Aktionsphase können wir dann unsere Steinchen einsetzen. Also dann liegen dann Karten ums Brett herum, die verschiedene Aktionen dann halt haben. Und es gibt welche mit weißem Rand, welche mit dunklem Rand. Die mit weißem Rand können mehrere Leute bedienen. Und die mit dunklem Rand kann nur einer drauf. Dann haben wir auch ein Tableau-Building in der Art. Wir bauen halt hauptsächlich Kohle ab, aber auch Koks und Abraum. Koks jetzt nicht das, was vielleicht manche denken, sondern es ist ein Nebenprodukt beim Verbrennen von Kohle, was entstehen kann, was sehr viel Hitze bietet bei der Verbrennung und dann eben auch für die Produktion sehr, sehr von Vorteil ist. Wir können das dann über die Loren, müssen es an den Tag holen und über die Waggons können wir es dann transportieren. Und dann gibt es auch ein kleines Rondell, wo man dann mit den Karten, wo wir die Arbeiter einsetzen, dann auch voranschreiten können auf Schienen, Wasserwegen oder Straßen und da auch stückweise dann irgendwelche Boni kriegen. Also es sieht nach auch einem sehr belohnten Spiel aus, weil man so an mehreren Punkten immer irgendwie was bekommt. Und man muss gucken, dass das Grubenwasser nicht zu hoch ansteigt. Wenn das Grubenwasser zu hoch ist, hat man auch weniger Aktion. Das ist zum Beispiel ein Bestandteil, weswegen einem Aktionen vielleicht wegfallen können in der Aktionsphase. Und man kann noch Zechenhäuser bauen, wo es dann auch auf dem Brett verschiedene Felder gibt, wo man die einsetzen kann, wo es wieder Bonuspunkte gibt. Also ich denke mal, das wird schon ein unterhaltsames Spiel sein. Muss man natürlich vom Thema ein bisschen auch Lust drauf haben. Ich finde es jetzt ganz cool, weil ich es noch nicht so kenne. Also ich habe Bergbau noch in wenigen Spielen gesehen, beziehungsweise ich habe selber einfach noch keins gespielt. Aber ja, da bin ich gespannt drauf. Gut, dann ich habe mir ausgesucht Dreadful Circus, habe mich erstmal über dieses Spiel so, was es kann, gar nicht informiert, sondern alleine das Artwork hat mich schon abgeholt. Und da startet man auch direkt mal mit den Bildern. So, Dreadful Circus ist ein Spiel von Bruno Faiduti, 4 bis 8 Spieler, soll so zwischen 30 bis 40 Minuten dauern, also eins für die größeren Gruppen. Und wenn man hier schon die knalligen Farben von dem Ganzen sieht, das hat mich direkt abgeholt. Also, das fand ich direkt geil. Das, ohne überhaupt gesehen zu haben, worum geht's. Aber die Farben, die haben mich. Was sagt ihr denn zum Artwork erstmal jetzt so Zwischenfazit? Also das Cover finde ich auf eine Art ansprechend, auch wenn mich dieses Auge da drin etwas stört. Ja. Aber finde ich cool. Ja,
die Farben an sich sind jetzt nicht unbedingt meins, auch wenn sind das zweimal Orange? Das habe ich schon farblich ein bisschen Probleme, ob das, Obwohl, weil ich das eine glaube, ist das ist wahrscheinlich gelb und das gelb andere ist soll das orange, sein, ja. ja. Ja, aber eben, um was geht es denn bei dem Spiel? Das ist ja viel wichtiger erstmal. Ist ein Auktionsspiel. Man spielt das grundsätzlich so, die ersten beiden oder zwei Leute am Anfang kriegen die Auktionsmarker. Mit diesen Auktionsmarkern kriegt man von den fünf Karten, die man auf der Hand hat am Anfang, oder sieben, glaube ich, sind es sogar, dann setzt man eine Karte in die Mitte, worauf alle anderen bieten können. Und da packt man dann seinen Aktionsmarker 1 in dem Sinne drauf. Und alle anderen Leute, also alle anderen Mitspieler, versuchen jetzt diese Karte von dir zu bekommen. Um diese Karte zu bekommen, packen die ihre Gebote, was die bieten würden, wie viel, in ihre Wagen. Das sind diese Schatullen, die vorne vor den Sichtschirmen sind. Und das Fiese an dem Spiel ist, dass du dann, wenn du da, weiß ich nicht, fünf Wagen vor deiner Karte liegen hast, also du musst natürlich auch deine Karte gut verkaufen und sagen, die würde gut in deine Engine passen oder so, bei dem und dem Spieler, wenn du die halt loswerden willst. Ist die Karte eigentlich aufgedeckt oder verdeckt? Ich glaube, die ist aufgedeckt, aber es kann Ja, auch sein, dass sie dann, verdeckt ist. Da würde ich jetzt also, was Falsches sagen, da habe ich noch ja, nicht genau drauf okay. geguckt. Weil Aber ich die Idee meine, da. sie ist aufgedeckt, weil sonst wüsste derjenige ja auch nicht, worauf er da bietet, Ja, ne? eben. Und Ja. auf jeden Fall ist es so, dass man dann verdeckt bietet in diesen Kästen. Du nimmst dir dann den ersten Kasten, der da liegt. Ich glaube, das liegt dann auch von der Reihenfolge oder so, hängt das ab. Und dann entscheidest du guckst halt rein in den Kasten, was ist da drin? Natürlich, ohne dass es alle anderen sehen. Und musst dann entscheiden, nehme ich das oder bin ich gierig und denke, in dem anderen ist noch was mehr drin. Es kann natürlich passieren, dass in dem anderen dann deutlich weniger drin ist und du dann aber nicht mehr zu dem ersten Kasten kommst, weil der ist weg. Hast du den einmal abgelehnt, ist der Kasten weg. Dann kannst du auch da nicht mehr hin. Ne? Also entweder hast du Glück, das ist so ein bisschen Gamble auch. Entweder hast du Glück, der andere hat dir mehr geboten, oder du hast Pech und du kriegst dann diesen Kasten nicht, also dieses Geld. Und dieses Geld kannst du dann dafür einsetzen, um dann letztendlich auch neue Karten zu bekommen später bei den anderen. Also dieser Aktionsmarker, dann kommt dieser Aktionsmarker 2 von deinem anderen Kollegen, der hat dann eine andere Karte da liegen, da wird dann wieder drauf geboten. Und nach dieser Bietrunde gehen diese zwei Aktionsmarker, ich glaube, nach links weiter. Also dann kriegen die zwei anderen Spieler diese Auktionsmarker. Und dann ist es so, es wird so lange gespielt, bis du am Ende nur noch drei Karten auf deiner Hand hast. Also bis irgendeiner drei Karten auf der Hand hat. Oder alle, glaube ich, drei Karten auf der Hand haben, genau. Und dann wird am Ende geguckt, diese Karten geben dann unterschiedliche Siegpunkte und Boni und Effekte und sowas. Und am Ende wird dann geguckt, wer hat die beste Engine. Es ist eigentlich ein Set-Collection-Spiel, ne? Wer hat die meisten Sets gesammelt und der gewinnt das Ding dann am Ende, ne? Also es hat mich recht angesprochen, sagen wir mal so, ne? Ist eher so ein bisschen Horrorzirkus in dem Sinne, Ja. ne? Ja, dann haben wir das nächste Spiel. Das ist Witchstone. Da wurde ja auch schon auf vielen Kanälen drüber geredet. Ein reiner Knizia-Spiel. Rainer, ich mache viele Spiele Knizia. Ne, die kann man ja fast gar nicht aufzählen, so viele Brettspiele, wie der gemacht hat. Das Ganze wird fieserweise ab und zu mal als Bonfire Light bezeichnet. Also im Grunde genommen ist das ähnlich wie bei Bonfire ähnlich, ist es hier auch da, dass du diese Hexagonteilchen, die man in diesem Kessel da sieht, wenn du die legst, musst du die so puzzeln, dass die Symbole dann gleich nebeneinander sind, damit du möglichst viele Ressourcen dafür bekommst. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es den Kristallschrank, das sieht man hier. Da kann man seine Kristalle in die Flaschen platzieren, um auch noch diverse Boni abzugreifen. Wenn die dann voll sind, glaube ich, kriegt man die Kristalle, um die in der Mitte als Energiekristalle auszulegen. Und dann gibt es oben noch dieses Pentagramm hier. Da sind auch nochmal diverse Boni drin. Du hast die Möglichkeit, deine Hexenmeister zu setzen. Das sind die
Wir gucken hier die Männchen hier, die Hexenmeister. Dann gibt es noch die Möglichkeit, diese Kristalllinien zu setzen. Diese Energielinien, die man setzt in den einzelnen Bogen hier, gibt es auch noch irgendwelche Boni, die du bekommst. Und das Lustige ist an dem Spiel, dass du halt deine eigene Energieleisten nutzen kannst. Das kostet jeweils dann eine Aktion. Also es wird immer von Ort zu Ort gesprungen. Man zählt jetzt nicht die einzelnen Kristalle, sondern von Hexenort zu Hexenort. Und wenn du jetzt die Energieleiste deines Gegners nutzen wollen würdest, geht das auch. Kostet dann aber dementsprechend auch, ich glaube, sogar zwei Aktionen, wenn ich jetzt nichts Verkehrtes sage. Dann ist es natürlich wichtig, dass du deine Zaubersprüche hier im Kessel alle immer wieder gut ranholst, weil sonst kriegst du keine Möglichkeiten, Aktionen, die du nutzen kannst. So spielt sich das dann immer weiter. Du gehst dann hier unten, gibt es dann auch eine Möglichkeit, einen Track entlang zu gehen. Das sind die Eulen hier. Genau, die Eulen geben dir auch noch mal Boni, wenn du die Eulen entlang bringst. Da gibt es dann verschiedene Felder für, womit du das machen kannst. Hier gibt es auch noch mal Bonusplättchen am Rand, die man nutzen kann. Also auch wieder vielfältige Möglichkeiten, um Punkte irgendwie zu kriegen. Und das ganze Spiel ist natürlich wieder auf Siegpunkte ausgelegt, ne? Also wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Und thematisch, ja gut, thematisch ist, könnte man auch ein anderes Thema drüber stülpen, ne? Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Aber ich bin ja auch einer, der Bonfire mag. Das ist ja auch viele Leute, die das nicht mögen. Und ja, ich freue mich darauf, auf die erste Partie das Ding zu spielen. Das waren die ersten 7 Titel von unseren Kenner-Herbstneuheiten 2021. Teil 2 folgt in ja. Kurz nach Ausstrahlung von Teil 1 auf jeden Fall. Und dann sagen wir danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, macht's gut. Ciao.